diese Polarität zwischen Schönheit und Schrecklichkeit. Und das ist ja auch etwas, was mit Trennungs- bzw. Abnabelungsprozessen viel zu tun hat. Ich würde ganz gerne noch mal so einen anderen Aspekt jetzt von der Dichtung und von der Literatur herkommen. Und zwar würde ich gerne einen kurzen Text von Robert Walser vorlesen, den ich immer als Sprachmuttertext, also wir hatten die Reise zu den Müttern und für mich ist in diesem Text so etwas von der Sprachmutter, die das Kind erzieht, auf eine unglaublich poetische, dichte Weise dargestellt. Ich würde den gerne vorlesen. Es geht auch um ein Bild. Und vielleicht kommen wir von da aus auf Bögen und Umwegen zur Sprache von Abi Warburg. Der Text heißt »Der Wald von Diaz«. In einem von Diaz gemalten Wald standen Mütterchen und Kind still. Vom Dorf waren sie wohl eine Stunde weit entfernt. Knorrige Stämme redeten in einer Urweltsprache. Die Mutter sprach zum Kind: »Ich bin der Meinung, dass du dich nicht so an meine Schürze klammern solltest, als wenn ich nur für dich da wäre. Unbesonnenes, was denkst du eigentlich? Du Kleines möchtest die Großen abhängig von dir machen. Ei, wie gedankenlos. Es ist nötig, dass einiges Denken in dein schlummerndes Köpfchen kommt. Und damit das wirklich eintrifft, lass ich dich jetzt allein. Sogleich hörst du auf, dich mit deinen Händchen an mir zu halten, unflätiges, aufdringliches. Ich habe Grund, böse mit dir zu sein und glaube auch, ich bin es. Man muss endlich mit dir Deutsch reden, sonst bleibst du dein Leben lang ein hilfloses Kind, in einem Fort auf die Mutter angewiesen. Damit du die Liebe zu mir kennenlernst, musst du auf dich selbst angewiesen sein, musst zu fremden Leuten hin und ihnen dienen und darfst nichts zu hören bekommen als harte Worte, ein Jahr, zwei Jahre, lang und noch länger. Als dann wirst du wissen, was ich dir gewesen bin. Immer nur um mich bin ich dir unbekannt. Ja, Kindchen, du gibst dir keine Mühe. Du weißt gar nicht, was Mühe ist, geschweige Zärtlichkeit, du Unzartes. Mich immer zu haben, macht dich ganz denkfaul. Dann denkst du keine Minute und eben das ist die Denkfaulheit. Du sollst arbeiten, mein Kind, und du bringst es fertig, wenn du willst, und du wirst schon wollen müssen. So wahr ich hier mit dir im Wald stehe, den Diaz malte, sollst du dir den Lebensunterhalt sauer verdienen gehen, damit du mir innerlich nicht verwilderst. Viele Kinder werden roh, weil man sie verzärtelt, weil sie nie denken, danken lernten. Die geben alle später nur äußerlich schöne und feine Damen und Herren ab, bleiben selbstsüchtig. Um dich davor zu bewahren, dass du grausam wirst, Törichtheiten dich hingibst, behandle ich dich roh, denn aus zu sorglicher Behandlung stehen gewissens- und sorgenlose Leute auf. Als das Kind diese Sprache vernahm, öffnete es die Augen schreckensweit. Es zitterte, und durch die Blätter des Diaswaldes fuhr ebenfalls ein Zittern. Aber die kräftigen Stämme standen fest. Das Laub am Boden raunte,
Was in diesem kleinen Aufsatz steht, ist scheinbar sehr einfach, aber es gibt Zeiten, darin alles Einfache und leicht Begreifliche drum sich vom Menschenverstand total entfernt und daher nur mit großer Mühe begriffen wird. So raunte das Laub. Die Mutter war gegangen, das Kind stand allein da. Vor ihm stand die Aufgabe, sich in der Welt, die auch ein Wald ist, zurechtzufinden, von sich selbst eine geringe Meinung hegen zu lernen, die Selbstgefälligkeit aus sich zu vertreiben, damit es gefalle. Das ist Walser. Und dazu würde ich gerne noch ein kurzes Stück aus einem ganz wunderbaren Text von Walter Benjamin zu Walsers Figuren, die wir jetzt gerade in Aktion gesehen haben, samt raunendem Laub, was er dazu schreibt. Er fragt, wo diese Figuren herkommen. Sie kommen aus der Nacht, wo sie am schwärzesten ist, einer venezianischen, wenn man will, von dürftigen Lampions der Hoffnung erhellten, mit etwas Festglanz im Auge, aber verstört und zum Weinen traurig. Was sie weinen, ist Prosa, denn das Schluchzen ist die Melodie von Walsers Geschwätzigkeit. Es verrät uns, woher seine Lieben kommen, aus dem Wahnsinn nämlich und nirgendher sonst. Es sind Figuren, die den Wahnsinn hinter sich haben und darum von einer so zerreißenden, so ganz unmenschlichen, unbeirrbaren Oberflächlichkeit bleiben. Will man das Beglückende und Unheimliche, das an ihnen ist, mit einem Worte nennen, so darf man sagen, sie sind alle geheilt. Den Prozess dieser Heilung erfahren wir freilich nie, es sei denn, wir wagen uns an sein Schneewittchen, eines der tiefsinnigsten Gebilde der neueren Dichtung, das allein hinreichen würde, verständlich zu machen, warum dieser scheinbar verspielteste aller Dichter ein Lieblingsautor des unerbittlichen Franz Kafka gewesen ist. Mich entsetzt der Gedanke, ich könnte Erfolg in der Welt haben, heißt es bei Walser in einer Paraphrase von Franz Moors Dialog. All seine Helden teilen dies Entsetzen. Warum aber? Durchaus nicht aus Abscheu vor der Welt, sittlichem Ressentiment oder Pathos, sondern aus ganz epikuräischen Gründen. Sie wollen sich selber genießen und dazu haben sie ein ganz ungewöhnliches Geschick. Sie haben auch darin einen ganz ungewöhnlichen Adel. Sie haben auch dazu ein ganz ungewöhnliches Recht, denn niemand genießt wie der Genesende. Also das von Walter Benjamin, und mich hat es so, also ich finde diese Idee, dass der Genesende genießt, und das nochmal auf Warburg bezogen, wo ich das Gefühl habe, diese Sprache und diese Sprachentwicklung und auch die Umständlichkeit, die Spannungen, die er immer wieder aufmacht, hat auch was mit dem Genießen der Sprache und auch dieser Ausbreitung zu tun. Das wäre jetzt eine Frage. Miss Bing, please sing. Ja. Wobei das natürlich diese wunderbare Aufforderung zur Korrespondenz, zum Antworten ist. Ja. Eben, aber wer antwortet? Oder ja, braucht es die Antwort? Ich würde sagen, dass das Schnellste, womit ich Miss Bing auch verbinde, sind eigentlich die Toten. Also die Wörter innerhalb dieses Genießens verbinden uns mit den Toten. Ist mein Gefühl, oder ist mir jetzt einfach auch nochmal eingefallen bei Ihrem Vortrag, weil wir fingen heute Morgen an mit die Schlange eigentlich, weil die Schlange sowohl auf der Erdoberfläche sein kann,
als auch wie zum Beispiel die Wurzeln von Bäumen runter ins Erdreich und auch ins Totenreich gelangen, dass Wörter eigentlich was Ähnliches haben, oder bei Warburg ist ja die Schlange eigentlich fast das Ursymbol für Wörter, für ein Wort. Und dass dieser Umgang mit Wörtern uns eigentlich mit der Unterwelt und mit den Toten verbindet. Ich gestehe, dass ich... Ist es an? Ja. Ich gestehe, dass ich auf Genießen bei Warburg nie gekommen wäre. Und mir fällt eine Szene ein, wie er seine Archivarbeit beschreibt, wo es genau um die Toten geht. Und zwar beschreibt er das als Tristesse Florentine, als Höllenqual im Archiv, wo wir sozusagen als Totengräber und zugleich als Wiederbeleber, also wir Forscher, fungieren, um das bunte Leben der Toten in der Vergangenheit zu heben. Also ich selbst sozusagen im Archiv leide, um das Lebendige der Toten aus den Texten und aus den Bildern wieder hervorzuholen. Und Genuss würde ich bei ihm tatsächlich, also gut, natürlich, er will immer den richtigen Rotwein haben und so, wenn wir diesen Genuss meinen, aber darum geht es ja nicht, sondern es geht ja um eine andere Art des Genusses. Und ich kann mir das wirklich bei ihm nicht vorstellen. Außerdem würde ich ihn nicht als Genesenden bezeichnen. Also weil er... Ist der Walser auch nicht. Ja. Ja, also das ist ja so eine ganz... ganz der durchlässige. Der Text von Benjamin war ja sehr, sehr typisch für Benjamin, der immer die Gegenstände, über die er schreibt, eigentlich vergoldet. Also schön, das ist ja, ist ja das Wunderbare. Es wird immer noch viel interessanter und irgendwie auch vergoldet. Aber für Warburg, auch nach Kreuzlingen, also er schreibt im Übrigen in diesem Manuskript ja auch, die ganze Welt ist schizophren. Also er geht ja von der Schizophrenie aus als eine Diagnose des Kulturzustandes, in dem, glaube ich, weder Genesung noch Genuss wirklich einen Platz hat. Und Bing braucht dann nicht in erster Linie zum Singen, sondern zum Ordnen. Seiner K.O. Ja, jetzt nicht zum Ordnen, nicht zum Ordnen sozusagen im praktischen Sinne, sondern seine in alle Richtungen ausdriftenden Gedanken zu ordnen. Das schreibt er auch, weil er hat Vorwürfe, das war wahrscheinlich im Vortrag, nehme ich an, haben Sie das sicher thematisiert, diese Vorwürfe, dass er mit Bing fährt und wie er erklärt, was er an ihr hat. Und das ist genau dieses Ordnende, weil er kriegt das nicht mehr zusammen. Und ich habe ja eine spezielle These zu seiner psychischen Krankheit, weil das in ganz frühen Texten mir aufgefallen ist, dass er dieses Ausgreifende hat und dann aber immer wieder versucht, Systeme zu entwickeln, in Tableaus was einzutragen, die Welt sozusagen einzufangen in einem Tableau. Und ich glaube, dass dieser Ordnungszwang ihn auch ein Stück weit mit verrückt gemacht hat und nicht nur der Erste Weltkrieg. Ja, oder ich hatte vorhin eben schon gesagt, diesen prägnanten Satz, besser ein wendiger Patient der Idee und leiden, was dafür hört, was dazugehört, leiden, als ein saturierter Triumphator der Materie. Ich glaube, dass das Leiden auch tatsächlich eher ein Motiv ist, was sich durch dein Leben gezogen hat. Ich finde das mit dem Ordnen auch interessant. Ich dachte immer, dass das Ordnen sozusagen umgekehrt eine Art therapeutische Maßnahme ist, die auch andere, dann Bing und auch Sachse ja, immer sozusagen mit ihm immer wieder aufgreifen, um seine, haben Sie ja toll gesagt, seine unendliche Variantenreichtum nicht anzuhaltende Formulierungskräfte, auch was den Bilderatlas betrifft, zur Ruhe zu bringen.
Ich habe es aber, wie gesagt, nie systematisch untersucht. Es gibt ja dieses wunderbare Wort incorrect, politically incorrect von, was er über seine Frau schreibt, Mary, ich hatte schon gesagt, die sehr bereit war, ihm bei allem zu helfen und eben auch eine Ordnungshelferin war, wo er da mal beschreibt im Tagebuch, heute wieder Bilder geordnet, Bilderatlas, Mary als Gestellameise auf der Leiter. Ja. Meine Gestellameise heißt schon viel. Mary musste jeden Abend eigentlich die neuen Ideen einordnen, weil er traute sich nicht mehr auf die Leiter, wie auch immer. Mary war da ein bisschen flotter und musste immer auf die Leiter und da oben die Bilder wieder neu anpinnen. Und ich glaube, dass auch gerade das Tagebuch, was ich heute Morgen vorgestellt hatte, das Bibliothekstagebuch, ist ja ungewöhnlich. Also normalerweise schreibt man ja ein Tagebuch aus biografischem Interesse, was er ja auch gemacht hat, auch dazu da war, die täglichen neuen Schritte und Erkenntnisse im Spiegel auch anderer zu ordnen. Und ich wollte Sie auch fragen, der Kreuzlinger Vortrag, oder der Kreuzlinger Text, der ist, wie ich mal gelesen habe, doch zum großen Teil auch mit Saxets Hilfe entstanden, nicht? Der immer wieder hinfuhr und mit ihm das durchging. Und sonst wäre es wahrscheinlich nie dazu gekommen, nie zu einer schriftlichen Fassung, die er dann irgendwann mal fixiert hat, ne? Nicht erst beim Kreuzlinger Vortrag, also ohne Saxel wäre vieles nicht zustande. Der hat auch viele Archive. Es gibt auch Briefe von Saxel, wo er sich darüber beschwert. Ja, ich kann hier eben in den englischen Archiven sitzen und die Quellen besorgen und so. Also das, deswegen, die KBW war eben auch ein Teamwork. Und Warburg war derjenige, der immer diese ausgreifenden Wege gefunden hat und andere haben es wieder versucht zu... Saxel hat ja auch in seiner Abwesenheit die Bibliothek versucht, so ein bisschen zugänglicher zu machen, also zu normalisieren, wie es immer heißt. Aber natürlich war er auch nicht nur auf die Recherchen, sondern vor allen Dingen auch auf die Systematisierung angewiesen und das ja auch in, das haben Sie ja so schön publiziert im Tagebuch, wie es dann immer heißt, jetzt fehlt noch das Regal, das muss noch geordnet werden und so. Also diese ständige, ja. Und andererseits, was auch interessant ist in den Briefen, kommt auch dies mit der Seele immer wieder vor und dann beschreibt er eben, das ganze Institut braucht sowas wie einen seelischen Mittelpunkt und dann ist eben ein Gemälde, ist der seelische Ofen oder so ähnlich, wie heißt das noch? Zentralheizung, genau, diese seelische Zentralheizung. Das sind, also ihm ging es auch darum, in der Praxis selber das eben zu realisieren, ja, was er studiert hat. Aber hat nicht der Fritz Saxel dadurch, dass er so eine Ordnung dann reinbringen wollte, eigentlich auch was verdeckt? Und könnte nicht das, was er verdeckt hat und was ja mühsam wieder hochgeholt werden musste, genau diese Polarität zwischen Ordnung und Unordnung sein, die er eben auch da polar eigentlich hat. Und das ist doch das, was so schön ist, aber auch so schwer erträglich. Also ich glaube, dass das Teil der Legendenbildung ist und der Idealisierung eines wilden Warburg. Und dass da verloren geht, dass er auf der anderen Seite, er war Hanseat, er war Bankierssohn, er war ein Preuße durch und durch, ein Patriot ohne Ende. Und das sind ja alles Elemente der Person. Ich finde ja, eigentlich geht es uns ja heute nicht so darum, wie er wirklich gewesen ist, sondern wie man mit seiner Arbeit arbeitet. Also wie man mit seinen Anregungen arbeiten kann. Nur darf man dazu nicht Warburg sozusagen hagiografisch als, naja, wie Bredekamp das macht, als Indianer personifizieren. Das ist er eben nicht, sondern er ist Preuße. Und zwar wirklich sehr deutlich. Das sieht man in seinen Briefen sehr klar. Und einer, aber der eben sich selbst als schizophren
und obsessiv interessiert an diesen wilden Ursprüngen der europäischen Kultur und sich ja auch durchaus als Mäzen in Hamburg vergleicht mit den Mäzenaten, die er untersucht in der Renaissance. Also die interessieren ihn ja so sehr. Ne? Tornabuoni, Sassetti und so weiter, die das Bilderrecht, was die hatten in den Kapellen der Kirchen, versucht er ja nochmal sozusagen als Bildrecht der bildwissenschaftlich gebildeten Bürger in Hamburg zur Geltung zu bringen gegen blöde Malereien im Rathaus und Ähnliches. Also er versucht schon eine ähnliche Politik auch zu betreiben oder auch als Mäzen gegenüber der Hamburger Universität. Also ohne die Warburg Bank hätte die Gründung so nicht stattgefunden. Also da sind immer auch persönliche Identifizierungen mit drin, aber ihn einfach, also er war der Wilde und der Sachsel hat das geordnet, so war das nicht. Ohne Sachsel hätte er den Bilderatlas nicht gehabt, ohne Sachsel hätte er viele Materialien nicht gehabt. Ich meinte eigentlich nach seinem Tod. Das waren mehr Gombrich, Panofsky und andere, die ihn zurück, sagen wir, heim in die Kunstgeschichte holen wollten. So würde ich sagen. Also das, was sozusagen Warburg normalisiert und entradikalisiert, das ist eigentlich ein kunstwissenschaftliches Projekt, ihn zurückzuholen in die Kunstgeschichte. Und das ist, er hat die ja gerade gesprengt. Aber mit Hilfe von Bing und Sachsel. Ich meine, dass sie dieses Manuskript bearbeitet haben, sonst wäre das nie publiziert worden. Das muss man ja auch so sehen. Und ohne dieses Manuskript hätte es nie dieses Interesse heute von der Ethnologie an der Pueblo-Kultur gegeben. Also es sind ja auch immer so sehr ambivalente Geschichten. Also ich möchte doch nochmal das mit dem Genießen oder zumindest, also es gibt ja schon eine große Lust am Weiterformulieren und weiter die Begriffe sozusagen wuchern lassen. Und ich denke auch, das Leiden in der Arbeit an den Archiven, wo die Toten verlebendigt werden, so ganz leiden ist es ja nicht nur, sondern es ist ja auch eine ganz bestimmte Position, ein ganz bestimmtes Verhältnis zu den Toten und zur Arbeit an den Toten oder mit den Toten. Also ich denke, das meinte ich eigentlich mit dem Genießen. Also vielleicht ist Genießen ein zu starkes Wort, aber es ist natürlich schon, es hat auch was mit einem sehr wachen Bewusstsein über die Bedeutung der Arbeit, die er macht, zu tun. Also das meine ich mehr mit Genießen, ja, also in diesem Sinne. Naja, also es gibt ja diesen Anfang der Duineser Elegien von Rilke und da ist das Schöne nur des schrecklichen Anfang. Und da ist es wieder dabei, diese Polarität zwischen Schönheit und Schrecklichkeit. Und das ist ja auch etwas, was mit Trennungs- bzw. Abnabelungsprozessen viel zu tun hat. Ja? Also diese Sprachmutter eine Person, die sowohl grausam ist als auch zutiefst liebend, aber eben nicht so lieben, wie man sich so vorstellt. Also es ist wirklich eine andere Dimension. Wir hatten gestern im Vortrag zu Montaigne, hat Herr Safranski gesagt, dass Montaigne sich gesagt hat, üben, üben, üben. Also um eigentlich das Schreckliche ertragen zu können, üben, üben, üben. Also das Schreckliche üben. So habe ich das verstanden. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Also auch in diesem Sinne, das mit diesem immer wieder etwas bearbeiten, es hat ja auch was mit dem Schrecken begegnet. Also seine Obsession
ist immer noch mal anders von woanders her zu bearbeiten. Also das sieht mir jetzt einfach noch. Gut, es war ja dieser wichtige Satz, der von Montaigne philosophieren heißt, sterben lernen. Und das üben, ja. Und wie da ist es auch wieder, apropos Vergoldung, ich wollte noch diesen Satz von Benjamin sagen, das ist mein Lieblingssatz aus der Einbahnstraße, das heißt Medaillon. Und der Satz heißt, an allem, was mit Grund schön genannt wird, wirkt paradox, dass es erscheint. Um uns noch mehr zu verwirren, vielleicht an allem, was mit Grund schön genannt wird, wirkt paradox, dass es erscheint. Also es wäre da wieder diese Unmöglichkeit, also Aporie oder auch paradoxe Übung, den Tod zu genießen. Also das, was Montaigne eben dann am Ende auch sagt. Also man soll nicht so viel über das Sterben nachdenken, man soll es dann einfach tun und sich dem überlassen, beziehungsweise es tut schon das, was nötig ist. Ich wollte nochmal einen anderen Gedanken reinbringen. Ich bin nach langem Lesen über Warburg und auch vielen Briefen lesen, haben Sie ja auch schon ins Spiel gebracht, die sind natürlich Quellen, die man ernst nehmen kann und muss, zu der Überzeugung gekommen, dass Warburgs gesamte Arbeit, gesamtes wissenschaftliches Tun nicht wirklich eine Art ästhetischen Genuss, die Herstellung eines ästhetischen Genussmittels bedeutet, sondern tatsächlich ein Ziel hat, ein politisches. Vor allen Dingen in den Briefen mit Max Warburg, mit seinem Bruder, und eigentlich nur da, ist mir begegnet diese unbedingte Mission, die er hat, die eigentlich darauf hinausläuft, die Welt so zu gestalten oder solche Bewusstseinsvorgänge anzuregen, dass Juden ohne Hindernisse in einer Gesellschaft leben können. Eigentlich, um es ganz auf einen einfachen Begriff zu bringen, wollte Warburg exakt wie sein Bruder Max auch sein Leben lang vor allen Dingen dazugehören, was ihm, das wissen wir alle, nicht wirklich gelungen ist, niemanden aus seiner Gruppe konnte das. Max selber, da gibt es ein wunderbares Beispiel, hat ja genau wie Ebi sich als einjährig Freiwilliger gemeldet zum Militär, was damals schon eine Eintrittskarte in die Welt auch der nichtjüdischen Elite war. Und Max hat absichtlich ein Regiment gewählt, er ist ja nur ein Jahr jünger als sein Bruder, die waren ziemlich parallel, haben sie das gemacht, das sich in Bayern aufhielt, war von Hamburg aus nicht unbedingt nötig. Aber das Regiment war dafür bekannt, dass es schon mal einen Juden zum Offizier gemacht hatte. Max Warburg wünschte sich nach seinem einjährigen freiwilligen Jahr nichts mehr als Offizier zu werden. Und er hat es auch seinem Bruder beschrieben und seinem Vater einen 6 Seiten langen Brief geschrieben nach dem einjährigen Militärdienst, in dem steht, also 6 Seiten ausformuliert, warum auch er, die Bank nicht haben möchte, war für den Vater nicht lustig, weil der erste Sohn hatte schon gesagt, die Bank möchte ich nicht, Ebi, lass ihn mal den Max nehmen. Und Max sagte nun auch noch, ich möchte lieber Offizier werden, preußischer Offizier. Der Vater schrieb nur ein Wort zurück, hat mich auch immer beeindruckt, mein lieber Max, Mischugge, dein dich liebender Vater. Also daran steckt eigentlich auch alles. Aber Ebi tatsächlich hat damals mit seinem Bruder sehr innige Briefe ausgetauscht, also es ging auch ein Leben lang weiter, woran man sieht, dass sie beide das gleiche Projekt haben, nämlich die Widerstände, die einem als Jude in jeder Gesellschaft, jeder anderen Gesellschaft, der Mehrheitsgesellschaft entgegengebracht werden, zu beseitigen und dass auch die Bibliothek genau dieses Projekt war, nämlich immer wieder
das primitive Denken, was damals auch immer noch zu Ritualmordvorwürfen führte. Immer noch wurden Tote auf irgendwelchen Feldern gefunden. Es gibt einen berühmten Bericht in der Zeitung, den Warburg auch ausgeschnitten hat und in seinen Zettelkasten unter Judenfragen verzettelt hat. Ritualmorde, ein Kind, was tot auf einem Feld gefunden wurde bei Danzig, was sofort in den Kontext Ritualmord durch einen Juden eingeordnet wurde. Diese Dinge hat Warburg sehr genau beobachtet und gesammelt und darin das Aufflackern primitiver Gedanken, Aberglaube, Magie erkannt, die er mit auch dem Schlangenritual sich erklären und vielleicht auch durch seine Bibliotheks, durch seine Konstruktion seiner gesamten geistigen Arbeit und auch der Bibliothek vielleicht einhegen wollte. Ich glaube, dass dieser Gedanke hinter vielem steckt, was er macht. Und er hat ja auch mal gesagt, der primitive christliche Mensch wird es nie schaffen oder dass die größte Aufgabe, die schwerste Aufgabe für den primitiven Christen ist, seine vorgefassten Meinungen Juden gegenüber zu vergessen oder zu überwinden. Und da kommt das Wort primitiv eben wieder vor. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass vieles von dem, was er macht, diesen einen Urgrund hat, den man nicht ganz übersehen darf. Zugleich ist das für ihn aber auch eine Möglichkeit, eben bestimmte Erkenntnispositionen einzunehmen. Nicht? Wie er sich als Seismograph beschreibt, da geht es ja um dieses Stück Holz aus dem Orient, das nach Hamburg gekommen ist. Also zwei Punkte. Ich finde das wichtig, die Geschichte mit dem Militär, weil in den Aufzeichnungen zum Kreuzlinger Vortrag, die ich vorgestellt habe, dieses zweite Manuskript, motiviert er die Reise unter anderem im Winter unter besonders schweren Bedingungen, unter anderem auch dadurch, dass er gerade seine Entlassung nach dem einjährigen Militärdienst als persönliches Scheitern erlebt hat, weil er eben nur als Unteroffizier entlassen worden ist und er will sich jetzt sozusagen beweisen. Das ist das kennt man ja auch aus der Geschichte, diese körperliche das sich körperlich beweisen als Motiv in der Geschichte des Antisemitismus. Und dann die Briefe mit Max in der späteren Zeit, das Bildungspolitik im Grunde genommen, also die Gründung der Hamburger Universität als ein bildungspolitisches Programm und die Seminare an der KBW nennt er Psychagogik. Also in Analogie zur Pädagogik, weil er eben diese psychohistorische Bildungsprogramm hat. Es geht darum, die Studierenden eben in dieser psychohistorischen Weise zu bilden. Und also das war schon sehr stark und hat auch sehr darunter gelitten, dass das erst so spät möglich wurde für ihn, weil er diese vielen Jahre durch den Aufenthalt in Kreuzlingen verloren hat. Aber diese Idee mit dem Militär geht ja so weit, dass er auch formuliert in diesen Texten mit, ich weiß nicht wie viel tausenden jüdischen Offizieren hätte womöglich, hätten die Deutschen die Schlacht an der Marne nicht verloren. Also das sind ja schon auch etwas schwierige Überlegungen, ne? Man sieht, aus welchem verzweifelten Urgrund sie entstehen. Und ich meine, mit dem Hinweis, ihrem Hinweis auf den Orient, ist natürlich auch eine selbstbiografische Idee gemeint, die ja immer wieder vorkommt bei ihm. Ne? Und immer in Anspielungen. Ganz selten direkt. Nur in den Briefen spricht er direkt über den Antisemitismus. Ja, das habe ich auch mal gefunden, dass er das geäußert hat, auch Max gegenüber. Warum? Weil man sofort eine Angriffsfläche bot. Ich habe mal einen Brief gelesen, seinem Bruder Max schrieb, 1906 oder so, da war in Hamburg der Michel mal wieder abgebrannt, leider. Und unser Wahrzeichen. Und Ebi Warburg schrieb seinem Bruder Max, du hast doch jetzt die Bank und so, können wir nicht auch uns beteiligen an der Sammlung zum Wiederaufbau des Michel? Also der hauptchristlichen Kirche. Und Max schrieb, das hat mich sehr berührt, er schrieb,
Ja, natürlich, lieber Ebi, ich würde das sehr gern tun und die Bank kann sich das auch wirklich leisten, da eine größere Summe beizusteuern. Aber du weißt ja, wenn wir Geld geben, bevor die Christen Geld geben, wird man uns das ein Leben lang vorwerfen. Also auch das war nicht möglich, es ist eine Zwickmühle, in der aber Ebi und Max natürlich auch ein Leben lang steckten und aus der, glaube ich, sehr viele Verhaltensweisen zu erklären sind, auch wissenschaftliche. Ne? Im Übrigen nochmal zu dem Primitiven, also Aberglaube in der Gegenwart und Ritualmord, Vorwürfe bei Heine und bei Freud gibt es dafür diese Deutung der schlecht getauften Christen. Die Deutschen, die Germanen sind die schlecht getauften Christen und Heine hat ja praktisch prophezeit, dass daraus ein großes Gewitter über uns ergehen wird in seinen Memoiren. Und dieses Motiv des schlecht Getauften taucht im Moses-Buch von Freud wieder auf, in einem analytischen Sinne. Gerade noch eingefallen ist, ich habe gerade bei Hannah Arendt in dem Totalitarismus-Buch, also wo sie die Geschichte des Antisemitismus untersucht, beschreibt, dass Juden ja häufig diese Rolle des Geldgebers und des Geldverwalters zugeteilt wurde, der auch dann übernommen wurde. Und obwohl sie dadurch relativ viel Macht gehabt hätten, wussten sie nie richtig, wie sie die ausspielen sollen oder wie sie damit politisch Einfluss nehmen sollen. Und dann ist es ja so interessant oder eigentlich ein Wechsel, dass Abi Warburg verzichtet auf das Geld, auf das Erbe, auf das Erstgeburtsrecht, das Erbrecht und sagt, ich will eine Bibliothek gründen, mit der er dann Einfluss nimmt. Er verzichtet nicht aufs Geld, sondern er will es nicht einnehmen, sondern ausgeben. Und da ist er sehr klar gewesen. Da ist er sehr klar gewesen. Und wie er Max also stufenweise, schrittweise dazu bringt, erst eine persönliche Bibliothek, dann die Idee, daraus sozusagen eine öffentliche Bibliothek zu machen, dann daraus ein Forschungsinstitut. Und zum Beispiel, als die Familie, also Warburg, Bankfamilie, einen größeren, ziemlich großen Betrag, den ich jetzt vergessen habe, spendet für den Bau der Talmud-Tora-Schule in Hamburg, ist Abi Warburg höchst böse und sagt, aber das Geld hätten wir doch benutzen können, um mir endlich ein Haus für diese Bibliothek aufzubauen. Und ein Jahr später hat er das. Also insofern, das geht natürlich um den Zusammenhang, den Sie thematisieren, den Zusammenhang zwischen Juden und Geld. Das ist das Leitmotiv des Antisemitismus. Shakespeare hat das im Kaufmann von Venedig thematisiert, obwohl es keine Juden in England gab, was bis heute irgendwie schon auch ein Mysterium ist. Aber das ist natürlich das bis heute, natürlich, sehen wir ja jetzt wieder in dem Skandal und der schiefgelaufenen Debatte um die Dokumente. Immer wieder Juden und Geld, das ist sozusagen das Leitmotiv. Insofern ist Geld geben für Juden immer was Schwieriges. Andererseits haben die Brüder das ja auch immer verstanden, dass ihm eigentlich ein Fünftel des Familienvermögens ja auch zustand. Ne? Und da, die Bilder, die es gibt und die Berichte über die Diskussionen jedes Jahr, die er führen musste oder die Rechenschaftsberichte, die er ihnen vorlegen musste, die führten aber eigentlich immer dazu, dass sie das ganze Unternehmen absegneten, weil sie, für meine Begriffe, wussten, dass es diesen Hintergrund hat. Diesen Hintergrund, den Ebi Warburg vielleicht auch stärker als sein Bruder Max vorangetrieben hat, dem Hintergrund der Emanzipation, des Dazugehörens, des Sich-Einfügens in ein Gebilde, was ich ja versucht habe zu zeigen, was dann aus dem deutschen nationalen Kontext in den europäischen Kontext überwiesen wurde und auch da
Da war er auch Seismograf und Vorreiter, zu sehen, dass Europa die Lösung sein könnte für einen Juden, der ein Identitätsproblem hat, wie alle. Das ist ganz sicher so. Andererseits, dass man sich ausgeliefert fühlte, habe ich immer gedacht, wird man auch daran sehen, dass der Kernbau des Familienbesitzes auf dem Kösterberg, da wo heute Warburgs ja wieder wohnen, hoch über der Elbe, der wurde Arche genannt. Arche, das ist ein Schutzraum. Das ist, glaube ich, auch kein Zufall gewesen. Ich leite jetzt mal langsam das Ende ein der Diskussion, wenn es okay ist, Friederike. Ja. Wir haben, das ist vielleicht ganz interessant, uns hat Melita Presnik heute dieses Foto zur Verfügung gestellt. In dem Zusammenhang, Sie sehen da über der Quelle, ich kann es nicht richtig ausdeuten, dieser Kreis, Melita meint, Cornelia, schau doch mal, das ist doch eine Schlange. Und dieses Gemälde ist hier auf dem Areal im gegenüberliegenden Hotel. Es ist ja eigentlich nice, eine ehemalige Hotelanlage, die 1864 gebaut worden ist. Und dieses Gemälde wurde die letzten 10 Jahre verdeckt, weil das Hotel ein koscheres, jüdisches Hotel war. Ich glaube, eins der wenigen in Europa. Also, Melita, super Auge, dir vielen, vielen Dank. Und wir haben ja jetzt gemerkt, Hamburg ist eine Reise wert. Ich habe auch noch eine kleine persönliche Geschichte, die ich jetzt in dem Zusammenhang gerne einbringe. Weil die Hellwig, Sie müssen mir jetzt helfen, Frau Hellwigstraße, ist ja eine sehr, sehr bemerkenswerte Straße, gerade was jüdisches Leben in Hamburg angeht. Wenn ich richtig orientiert bin, hat ja Albert Berlin, glaube ich, auch in der Straße residiert oder Parallelstraße, der ja auch eine sehr, sehr interessante Geschichte hat. Der Hapag-Lloyd-Direktor, der sich aus Erschütterung über den Ersten Weltkrieg 1918 umbringt. Meine Familie, die väterlicherseits auch eine jüdische ist, hat dann die Witwe aufgenommen in der Straße. Genau, es gibt 2 Stolpersteine in der Hellwigstraße von Schwabs zu besichtigen. Und auch diese Geschichte mit den Offizieren und den Versuchen sozusagen darüber sich zu integrieren, ist eine wirklich mehrfach geschehene. Aber es hat ihnen nicht geholfen und es hat sie nicht gerettet. Also Hamburg ist eine große Reise wert, haben wir heute erfahren. Wenn jetzt niemand dringende Fragen hat, ich will es jetzt aber auch nicht abwürgen, würde ich sagen, gleiten wir jetzt hinüber zum Abendessen und freuen uns dann auf Alexander Kluge und Gerhard Wolf und Daniel Binswanger ab 20 Uhr. Ja? Vielen Dank euch. Eine wichtige Frage, gut. Ich habe leider doch eine Frage und weil da ja die Spezialistinnen und der Spezialist auf dem Podium sitzen, würde ich sie gerne stellen. Heute Morgen wurde von Herrn Heil und von Ort wurde die These aufgestellt, dass eben in die Mnemosyne der Schlangentanz bewusst nicht aufgenommen worden ist, weil der keinen europäischen Ursprung hatte. Und also weil das nicht aus der europäischen Antike sich gespeist hat. Und mich würde interessieren, ich hoffe, ich habe die These richtig wiedergegeben, mich würde interessieren, wie Sie das beurteilen. Da sind ja auch Japaner drin, ja. Im Bilderatlas. Ja. Also, auch mal Europäer. Oder, ja, ich meine, sind ja auch, also ich habe ehrlich gesagt darüber noch nicht nachgedacht, aber mir fällt spontan ein, wenn man sich jetzt fragt, sind da nur Motive aus der europäischen Antike, würde ich sagen, da gibt es ja auch diesen Teil mit dem japanischen Harakiri-Motiv, woran man ja sieht, das ist ja auch ein primitiver Akt sozusagen, ein Verseelung, ein Verleibung, ein Thema, was Warburg ja auch sehr stark mit dem katholischen, mit der katholischen Messe und dem Einverseelen der Hostie, ein Verleiben der Hostie verbunden hat. Also ich glaube, wenn man das als Kriterium sucht, nein. Aber da weiß Herr Heil wahrscheinlich mehr. Außerdem, es gibt nicht einen Bilderatlas. Das ist ja genau das Problem. Es gibt sehr viel,
Warburg hat mit sehr vielen verschiedenen Fassungen gearbeitet. Er hat für seine Vorträge immer wieder neue Bildertafeln zusammengestellt. Und es gibt nicht den Mimosine-Bilderatlas, den gibt es einfach nicht. Und schon gar nicht ein Original, wir haben schon kontrovers darüber diskutiert. Es gibt vor allen Dingen keine kunstgeschichtliche Chronologie in diesem Bilderatlas, weil der gar nicht existiert. Es gibt verschiedene Überlieferungen, fotografisch und anders. Manche Tafeln, manche Bilder hat man gefunden, aber man kann nicht einen Bilderatlas rekonstruieren und dann sagen, da gab es die und die Konzeption. Der war weder fertig, noch gab es eine klare Konzeption, sondern es gab ein ewiges Experimentieren und immer wieder neue Vorträge von Warburg, wo er immer wieder neue Dinge zusammengestellt hat. Ein letztes Wort, Axel. Ja, vielen Dank. Also, so wie Sie es kurz geschlossen haben, das haben wir nicht gesagt und das meinen wir auch nicht so. Das ist mit Sicherheit keine Idee, die wir irgendwie verfolgen oder auch nur nach vorne bringen wollen, überhaupt nicht. Um es nochmal klar zu machen, die Tafel, die Roberto vorgestellt hat mit dem Moriskentanz aus Mexiko, ist aus einer der Preliminary Versions und Sie haben natürlich recht. Auch wir würden nicht sagen, es gibt den Atlas. Das haben wir auch nicht gemacht. Also man muss schon ganz genau hingucken, was wir sagen und was wir machen und wie wir das denken und dass es verschiedene Versionen gibt und dass wir die Rekonstruktion der letzten Fassung versucht haben. Das ist das, was unsere Aussage ist und nichts anderes behaupten wir. Also, es wäre eine längere Diskussion. Wir können das gerne auch noch mal en Detail Ihnen erzählen, was wir dazu denken und wie wir das sehen. Aber vor allen Dingen weiß man nicht, wenn Warburg länger gelebt hätte, ob das dann nicht noch auf einer Tafel aufgetaucht wäre. Das ist ja, also, das ist ja genau das Problem. Das ist kein Buch, das ist kein Werk, sondern es ist ein fragmentarisch hinterlassenes Projekt, was auch ganz unterschiedlich von ihm beschrieben worden ist. Einerseits sagt er, die Bilder illustrieren seine Theorie. Also da sind die Bilder sozusagen degradiert zum Illustrationsmaterial. Und dann gibt es aber wiederum natürlich auch die Bilder für sich, die ihn leiten. Also insofern ist es schwierig, das wie ein Werk zu behandeln. Also genau dieser Unterschied ist ja das, was wir von heute aus interessant und spannend finden, dass wir ein Fragment oder einen fragmentarischen Zustand, dass wir an dieser Idee heute weiter spielen können. Und das ist sicher ein Moment, warum so viele Künstlerinnen und Künstler Freude haben an diesem Atlas als Projekt, weil es eben in einem offenen Zustand einfach aufhört. Und es gibt eben dieses finale Ende, das Werk als Final Touch, das gibt es einfach nicht. Und das Werk als Final Touch ist natürlich auch ein Programm, und da gehen wir jetzt klar in die Moderne, die Zeit, in der auch dieses Programm stattfindet, da hört der Final Touch in der bildenden Kunst auch auf einmal ganz eigenartigerweise auf. Es gibt ganz viele Künstler, die ein unvollendetes Bild unfinished als den Moment erachten, in dem es das größte Interesse für sie birgt. Und zwar für sie selbst, für die Künstlerinnen und Künstler, aber auch für die Betrachter. Unfinished ist ein Programm der Moderne. Und das ist aber nochmal eine ganz, ganz andere Diskussion. Und die können wir gerne hier oder an anderer Stelle führen. Applaus